darf Ihnen jetzt das mir vorliegende Ergebnis der Wahl bekannt geben. Mit Ja haben gestimmt 475 Mitglieder. Holger, 98,55%. Gehst du mit so einem Ergebnis um? Also das ist sicherlich auch ein Ausdruck der gemeinsamen Arbeit. Das ist zwar eine Persönlichkeitswahl, aber zum einen hatte ich keinen Gegenkandidaten und ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck, dass beim KSC insgesamt gerade sehr gut gearbeitet wird und dass der Verein eine sehr hohe Akzeptanz erfährt, die ich natürlich dann stellvertretend entgegennehme, aber sie gilt dem ganzen Verein. Es war heute die erste Hybrid-MGV überhaupt. Macht sich auch ein bisschen stolz, dass der KSC so der erste Verein ist, der sowas hinbekommt? Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt einfach, dass wir innovativ sind und auch mutig sind, weil man kann ja denken, dass da alles Mögliche passiert an technischen Fehlern. Überhaupt nichts ist passiert, da hat alles super geklappt und ist auf jeden Fall dann das Ziel, das jetzt jedes Jahr zu machen. Eine Sache war neu, der Beirat direkt gewählt, demokratisch direkt gewählt. Wie hast du das Ganze empfunden? Wie bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Also ich fand das schon gut bei der Satzungskommission, dass überhaupt dieser Wahlmodus jetzt eingeführt worden ist. Und ich glaube, es war auch für die Mitglieder wichtig. Man hat es gesehen, sind bis zu diesem Tagesordnungspunkt alle dabei geblieben. Und auch die Vorstellungen waren sehr gut und richtige, echte Demokratie ist gut. Und für mich persönlich wäre sowieso jedes Ergebnis gut gewesen. Ich kenne auch die Kollegen, die jetzt mitarbeiten und freue mich auf die Zusammenarbeit. Dann lass uns mal auf die Zusammenarbeit blicken. Was sind so die nächsten Punkte, die ihr euch vorgenommen habt? Ich hatte ja bei meiner Bewerbung gesagt, dass die Entwicklung dessen, was wir jetzt über die Veränderung begonnen haben, ganz besonders wichtig ist. Und das ist natürlich dann die wirtschaftliche Entwicklung über das neue Stadion, aber so den Verein insgesamt weiter voranzubringen. Weil ich glaube, dass dieser Spirit, den wir entwickelt haben und die Freude und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, dass die uns insgesamt nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, das dürfen wir nicht verändern. Dabei müssen wir bleiben, damit wir irgendwann unser großes Ziel erreichen können. Lieber Holger, vielen Dank. Irgendwann ist einmal Zeit. Und ich wünsche dem KSC logischerweise für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.